Ja, ich grüße euch mal wieder zu einem kleinen Vortrag von mir. Heute ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, ist eigentlich die ganzen chronischen Erkrankungen. Wenn man hört, ich bin ständig krank, ich bin im Winter immer erkältet, vielleicht im Sommer auch, und ich gehe zum Arzt und die nehmen Blut, machen ein kleines, großes Blutbild, alles in Ordnung, man findet nichts. Trotzdem, man hat vielleicht auch ständig Schmerzen, überall tut alles weh. Es heißt, du hast Fibromyalgie oder sonst irgendwelche Krankheiten, aber das Blutbild ist in Ordnung. Und dann sagen oft die Patienten zu mir, ja, mein Blut ist tipptopp, da ist gar nichts zu finden. So, jetzt muss ich euch mal eine Kleinigkeit erzählen. Selbst ein großes Blutbild, in Anführungszeichen großes Blutbild, ist ein Blick durchs Schlüsselloch, aber höchstens, ne? Da ist die Tür noch nicht mal ein Spalt offen. Es gibt sehr viele Blutuntersuchungen, die machen die Tür ganz auf. Das ist natürlich ein bisschen mit Aufwand verbunden, das sind dann schon einige Untersuchungen, aber auch solche Kleinigkeiten, ne? Die Entzündungswerte. Ja, viele Leute haben Probleme, aber der CRP-Wert, der Entzündungswert, der sagt der Doktor, das ist okay, der ist in Ordnung, da ist nichts, ne? Da muss man dazu natürlich wissen, dass es feinere Untersuchungen wie den CRP gibt. Es gibt den WCRP und den HCRP, die um den Faktor 1000 mindestens sensibler sind wie der normale CRP. Wird natürlich in der Regel nicht durchgeführt, aber damit kann ich diese sogenannten stummen Entzündungen, diese Silent Inflammations, kann ich entdecken, die recht häufig sind. Durch Zahnherde, Nebenhöhle, Darm, irgendwo ist eine Entzündung im Körper, irgendwo ein Immungeschehen, was im Blutbild auch auftaucht. Ne? Dann gibt es auch keine erhöhten Leukozyten und solche Sachen. Und das ist nur ein Beispiel von vielen mit diesen Entzündungswerten. Da gibt es noch viele feinere Untersuchungen im Blut, im Urin, Stuhluntersuchungen. Hier halt besonders wirklich von Bedeutung eine Mikrobiom-Stuhlanalyse, wo mal wirklich nach allem geguckt wird, was so im Darm an Darmflora-Problemen sein könnte oder Störungen im Verdauungssystem, Bauchspeicheldrüse, Leber, Gallensäuren. Also wie gesagt, die Untersuchung, die normalerweise läuft, auch bezüglich Mikronährstoffen, Selen, Zink und diese ganzen Sachen, werden ja oft gar nicht gemacht. Jod, wer untersucht denn schon mal Jod, ob jemand genug Jod hat, ne? Vitamin D ja sowieso, da hat sich ein bisschen Wandel vollzogen, aber auch zu wenig noch. Und da wird dann einfach pauschal gesagt, ja, nehmen Sie 1000 Einheiten Dekristol am Tag, Vitamin D, das passt dann schon. Ja, vielleicht, meistens aber nicht, ne, meiner Erfahrung nach und die von vieler Kollegen. Ne? Also lasst den Kopf nicht hängen. Man kann ganz viel machen. Setzt euch mit mir in Verbindung oder mit anderen Therapeuten, die so ganzheitlich arbeiten. Man muss das nicht aushalten, man ist auch kein Psychosomatiker. Wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wo man wirklich dann organisch auch was findet, Untersuchungen. Und nutzt es, klar, wenn man nicht privat versichert ist, keine Zusatzversicherung. Man muss es selber bezahlen, beim Hausarzt wird man das nicht bekommen auf Kasse. Das kann man in der Regel vergessen, ne? Aber zum Glück gibt es Leute, die das machen und meldet euch, wenn ihr mögt. Ich bin da. Ciao.